war irre aufregend. Super, klasse, also mir hat's gut gefallen. Bombastisch, wunderbar, super, genial. Leute machen auf ein Ding genau das Gleiche und genau das, was man will. Das ist toll. In 2 Sekunden hatte Moderatorin Barbara Schöneberger die 7000 DATEV-Mitarbeiter in der Arena Nürnberg in ihren Bann gezogen. Nicht nur mit ihrem Kleid. Und es war nicht ganz günstig. Ich hoffe, ich werde jetzt nochmal gebucht von Fleurop oder von Werder Bremen. Egal, dass sich das Ganze nochmal irgendwie amortisiert. Charmant und mit einer gehörigen Portion Witz stimmte sie zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden auf die 50-Jahr-Feier ein. Diesen Moment habe ich natürlich ungeheuer genossen. Also als ich wusste, wer die Moderatorin des heutigen Abends sein wird, habe ich mir gedacht, die kommt nicht aus. Sie hat keine Chance. Sie wird von mir geküsst, kann sie machen, was sie will. Und das muss man sich mal geben. Wochenlang vorher habe ich mir schon überlegt, wie werde ich das machen. Ja, Sie haben geübt. Und ich habe geübt. Ja. Ich habe geübt. Also, ich habe mir ausgeguckt, wie kommt es von der Größe her hin, habe den Robert Mayer genommen. Mit sehr persönlichen Worten wandte sich der inzwischen 92-jährige Gründervater Dr. Heinz Sebiger an seine DATEVianer. Denn so etwas Großes wie die DATEV könne nicht nur durch Einzelne entstehen. Sondern dass es vieler fleißiger Hände und kluger Köpfe bedarf, um zu einem solchen Betrieb zu kommen. Ich möchte Ihnen, die Mitarbeiter, allen von ganzem Herzen danken, dass Sie dies möglich gemacht haben. Standing Ovations für eine einzigartige Lebensleistung. Dann Mick Rogers, Gitarrist und Gründungsmitglied der Manfred Mann's Earth Band, optisch begleitet von den Dundus, überlebensgroße Lichtgestalten. Schon am Vortag in der Arena Nürnberg. Aufbau, Soundcheck und Probe. Die Mitglieder des Vorstands kommen zu den letzten Absprachen. Alles ist generalstabsmäßig geplant, natürlich ohne den Vorstandsvorsitzenden. Denn für Professor Dieter Kempf soll es am nächsten Tag ja einige Abschiedsüberraschungen geben. Jörg von Pappenheim hat keine Mühe gescheut, um dafür zu sorgen, dass du auch im künftigen privaten Leben anonym bleibst. Es ist immer schwierig, in der Öffentlichkeit so bekannt zu sein. Und ich glaube, die Anonymität wird am besten in der EDV durch Anonymous gewährleistet. Sie kennen alle diese berühmte Maske. Nachdem das aber nicht einfach ist, so eine einfache Maske für dich zu finden, ist der Jörg Pappenheim extra nach Venedig gereist, um eine Maske mit der entsprechenden Nase zu finden. Du bist ein sehr offener Mensch, direkt und vor allem nahbar. Das unterscheidet dich von vielen Menschen, vielen Managern, die ähnliche Verantwortung tragen. Empathie ist etwas, das in dieser Arbeitslebenswelt eben leider nicht mehr selbstverständlich ist. Für dich ist es das. Was viele von Ihnen nicht wissen, und wenn die Kamera jetzt auf ihn schwenken würde, offenbart er es gerade, Dieter Kempf, einer der Treiber der Digitalisierung in Deutschland, ist in weiten Teilen ganz analog unterwegs.
Dann eroberten die ehemaligen Assistenten von Dieter Kempf die Bühne. Um seine Emotionen zu verbergen, hatte der langjährige Chef eine Sonnenbrille aufgesetzt. Es kriegt ihr zurück. Endgültig zu Tränen rührt Kempf aber dann ein Film mit Erinnerungen seiner Mitarbeiter und Grüßen seiner Tochter. Nachdem ich heute leider nicht persönlich dabei sein kann, habe ich eine ganz große Bitte an alle Anwesenden. Feiert mit meinem Papa, so gut ihr könnt, habt einen unvergesslichen Tag. Und Papa, feiere mit deiner Datev, erzähl mir hinterher bitte alles ganz genau, ich möchte alles wissen. Viel Spaß! Heute habe ich meine Accessoires gebraucht, vom Tüchlein über die Sonnenbrille präpariert extra, damit die Tropfen aufgefangen werden. Aber es ist nicht bei Tropfen geblieben. Es war einfach stark. Hoch emotional. Am Abend dann der Höhepunkt. Roger Hodgson, die Stimme von Supertramp im Duett mit Dieter Kempf. Ja, ready. This is your audition. Ein paar wenige Glückliche hatten nach dem Konzert noch die Chance, den Superstar ganz privat zu treffen. Man sieht halt wieder, dass der Professor Kempf wirklich eine absolute Granate ist. Schade, dass er geht. Das Ende vom Video von der Tochter beim Professor Kempf. Ja, das war mein persönliches Highlight. Selber auch ein Tränchen verdrückt? Ich konnte mich noch zusammenreißen. Ich nicht.